Mit einem Prisma kann man Licht brechen und die Lichtstrahlen umlenken. Das war wohl die Idee, als die NSA, die Nationale Sicherheitsbehörde der USA, ihr gigantisches Telefon- und Internetüberwachungsprogramm PRISM, also Prisma, taufte. Millionen von Daten, auch viele aus Deutschland, wurden auf die Server der NSA ja in gewisser Weise umgelenkt. Doch ans Licht der Öffentlichkeit sollte das Programm mit Sicherheit nicht. Doch genau da ist es gelandet, weil ein kleiner Angestellter namens Edward Snowden die weltweite Datenspionage enthüllte, die ein äußerst schlechtes Licht auf die Regierung Obama wirft. Snowden hat sich nun freiwillig zu erkennen gegeben. Und wohin hat er sich abgesetzt? Nach Hongkong. Ausgerechnet nach China, das ja nicht gerade für Datenschutz und Freiheit im Internet bekannt ist. Aber er wird sich was dabei gedacht haben, berichtet Marion Schmickler. Wochenlang hat er sich versteckt. Jetzt präsentiert er sein Gesicht der Weltöffentlichkeit. Vielleicht ist das die beste Lebensversicherung für den Mann, der über Nacht zu einem der wichtigsten Informanten in der US-Geschichte geworden ist. Edward Snowden ist bewusst, dass er sich durch seine Enthüllungen in Gefahr begeben hat. Wenn dir klar wird, dass du Teil bist dieser Überwachungsmaschine, dass es nur schlimmer wird, dann bist du bereit, jedes Risiko in Kauf zu nehmen, egal was am Ende dabei herauskommt. Aber die Öffentlichkeit muss entscheiden können, wie weit diese Überwachung gehen darf. Ein 29-jähriger Techniker, der sich anlegt mit dem mächtigsten Geheimdienst der Welt. Das klingt wie aus einem James-Bond-Film. Dabei war Snowden zuletzt nicht einmal angestellt beim Geheimdienst NSA, sondern bei einer externen Firma in Hawaii. Trotzdem hatte er offenbar Zugang zum ausgedehnten Überwachungssystem, das bis zu 30 Milliarden Daten im Monat speichern soll. Ich war befugt, Daten von jedermann abzuhören, ob die ihres Steuerberaters oder eines Bundesrichters, sogar die privaten E-Mails des Präsidenten. Seit 3 Wochen hält sich Snowden in einem Hotel in Hongkong versteckt. Nur unter einer Decke habe er Passwörter in seinen Computer eingegeben. Aus seiner Zeit als CIA-Berater wisse er, wie weit Überwachung gehen kann. Held oder Verräter des Jahres? Erste Stimmen fordern seine Auslieferung. Er hat sensible Informationen über Ausländer auf ausländischem Boden öffentlich gemacht. Damit gefährdet er unsere nationale Sicherheit. Der Fall werde untersucht. Mehr sagt das Weiße Haus bisher nicht zu Snowden, der bewusst keine Namen und Details genannt hat. Trotzdem drohen ihm viele Jahre Haft. Der ehemalige Bürgerrechtsanwalt Obama hat mehr Rechte für Informanten versprochen. Doch bisher gilt er als unerbittlich, wenn es um Lecks in seiner Regierung geht. Wir sind an einem entscheidenden Punkt angekommen, denn Informanten haben in den USA kaum Rechte, kaum Möglichkeiten. Leuten wie Herrn Snowden bleibt oft nichts anderes, als die Medien zu informieren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand mit solchen Enthüllungen an die Öffentlichkeit geht. Before someone like Mr. Snowden came forward. Edward Snowden hofft jetzt in Hongkong auf politisches Asyl. Eines zumindest hat er schon erreicht. Nicht nur in Amerika wächst die Kritik an der gigantischen Schnüffelaktion. Diese gigantische Schnüffelaktion, das amerikanische Schiff-Bay-Programm und dessen Enthüllung. Dazu jetzt der Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. George W. Obama. So ätzen Amerikaner inzwischen. Sie sind erschüttert über das Ausmaß der Bespitzelung, die mit Obamas Billigung weltweit stattfindet. 97 Milliarden Daten im Monat sammelt der Militärgeheimdienst NSA. Offiziell nur von Ausländern. Und wer ist in Europa Nummer 1 der Klickliste? Deutschland. Warum eigentlich? Kanzlerin Merkel tut gut daran, dem Sicherheitshardliner Obama bei seinem Besuch zu sagen, dass Terrorabwehr Grenzen haben muss. Rasterfahndung XXL gegen unbescholtene Bürger hierzulande? No way. Ich erwarte, dass Merkel genauso klar auftritt wie, sagen wir mal, viele besorgte Republikaner und Demokraten jenseits des Atlantiks. Sie haben Angst um die Verfassung. Sie sprechen schon von United Stasi of America. Aber murren wir nicht nur über unseren einstigen Darling Obama. Die großen Internetfirmen sind Komplizen, mehr oder weniger freiwillig. Und wir sind es, die sie unbekümmert mit persönlichen Daten und Vorlieben fett machen. Wir stellen alles ins Netz, was das Leben lustiger oder bequemer macht. Wir erlauben Konzernen, Regierungen und Geheimdiensten, uns täglich auszuspionieren. Nur wenn's rauskommt, sind wir empört. Zum Mitschreiben. Schon ein paar Einkäufe, Tweets, Telefonate und Mails genügen heutigen Algorithmen, mich politisch und wirtschaftlich abzuschöpfen.
Der alte Datenschutz hält da nicht mehr mit. Gesetze können gar nicht so schnell angepasst werden. Es ist bitter. Wenn Regierungen kein Bollwerk schaffen können oder wollen, müssen wir selbst ran. Seien Sie also geizig mit Daten. Enthüllen Sie sich nicht so naiv. Kaufen Sie Datenschutz. Machen Sie sich schlau, denn Ihre Freiheit wird angegriffen.